Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Update zum Spiel Farm Together 2. Ja, ich weiß, ich bin etwas spät dran, aber da ich im Moment immer so zwischen mir geht es halbwegs okay und ich bin total krank variiere, kommt das News-Update heute mal einen Tag später. Und zwar haben wir einige Sachen, die wieder neu auf die Farm dazugekommen sind und eine Sache, eigentlich zwei, die mich ein wenig verwirren. Eine davon kann ich euch gerne vorstellen, die andere Sache funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp dazu und hat schon herausgefunden, was damit gemeint ist. Schauen wir uns erstmal die ganzen Neuerungen an. Und zwar haben wir wieder neue Feldfrüchte dazu bekommen. Diesmal handelt es sich um vier Varianten von Bohnen. Die erste ist die Gartenbohne. Die könnt ihr im Frühling und im Winter setzen. Ihr müsst 4.700 Geld dafür bezahlen. Erhaltet 4 XP, wenn ihr das Ganze setzt pro Feld. Und ja, es dauert 40 Minuten, beziehungsweise wie immer natürlich die Hälfte, also 20 Minuten, wenn ihr das Ganze durchgehend bewässert, mit oder ohne Sprinkler. Und ihr erhaltet auf Stufe 1 einen Ertrag von 4.880 Geld. Und raus kommt dabei, ja, ich sag mal, dieses Knoblauchsymbol. Dann die nächste Variante davon. Da wissen wir natürlich nicht, wie es heißt. Dafür braucht ihr die Gartenbohne auf Level 20. Und die dritte Variante, dafür braucht ihr die Gartenbohne auf Level 40 und die zweite Variante auf Level 20. Und in der letzten Variante braucht ihr die Gartenbohne auf Level 50 und entweder die zweite oder die dritte Variante auf Level 40. Des Weiteren finden wir hier unter den Gebäuden noch eine, ja, ich sag mal, etwas seltsame Sache. Und zwar sind das Leuchtstäbe. Da steht jetzt als Erklärung, färbt Kacheln auf der Karte. Und ja, das stimmt, die Karte wird gefärbt. Ich zeige euch mal eben die verschiedenen Farbvarianten, was ihr damit machen könnt. Da sind natürlich so einige Varianten drin und die sind auch gar nicht so schlecht, wie ich finde. Es sind insgesamt 10 Varianten. Um irgendwas zu markieren oder wie auch immer, sieht das bestimmt ganz nett aus. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, ich verstehe nicht so ganz, was das eigentlich soll. Ich habe das Ganze jetzt mal hier hingepflanzt. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, dann sehen wir im Moment nichts, aber dann sehen wir, wenn wir reinzoomen, dass da jetzt dieses Feld, ja, bunt ist, sage ich jetzt mal. Also, dass da jetzt einmal so ein Feld bunt ist. Das Einzige, wo ich mir das für vorstellen könnte, allerdings muss ich dazu sagen, das gab es ja schon in anderen Varianten und das machen Leute schon sehr, sehr lange, ist, wenn man diese Karte hier so einfärben möchte. Wenn man jetzt, sage ich mal, hier so einen großen Lebensbaum oder sowas reinmachen möchte, damit man das farblich sieht. Dann kann man das natürlich theoretisch jetzt damit machen, so dass das Ganze bunt ist. Aber den Sinn da drin habe ich immer noch nicht verstanden. Vielleicht versteht ihr das eher. Sieht auf jeden Fall so aus. Also, wie ihr auch schon sehen könnt, die Kacheln sind ja normalerweise viereckig, wenn ich so nach oben gucke. Und das ist so in Kreuzform dann angelegt. Was ich auch ein bisschen blöd finde irgendwo, weil wenn das halt richtig in Kachelform wäre, wäre es dann wieder was anderes. Ich weiß halt nicht, wofür man das Ganze benutzen kann. Vielleicht fällt euch ja irgendetwas Sinnvolles dafür ein. Und wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann die dritte Variante, die neu ist, ist das hier. New Planter Variation with Different Floor Types. Sand and Snow. Ich habe das jetzt so verstanden, weil Planter heißt ja Pflanzen. Also für mich ist es dann, dass das der Untergrund der Pflanzen ist. Eine andere Alternative wäre jetzt noch, dass das diese Krüge und so weiter sind, wo man Pflanzen reinmachen kann. Dass man da nun verschiedene, ja, Floor Types, Bodentypen im Endeffekt hat. Dass man das Ganze mit Sand und mit Schnee kombinieren kann. Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar habe ich als erstes mal ausprobiert, ob man Pflanzen hinstellen kann und man dann auch einen anderen Boden bekommt.
Und ja, theoretisch ist der Boden hier drunter halt eben angepasst an das, was man macht. Aber soweit ich weiß, ist das vorher auch schon gewesen. Heißt aber mit anderen Worten, der Boden hier bei den Blumen drin, der passt sich nicht an. Entweder verstehe ich da jetzt was falsch oder da ist einfach eine ganz andere Sache mit gemeint. Und da wäre jetzt die Frage an euch, habt ihr irgendetwas bemerkt, wo sich der Untergrund verändert hat in Sachen Schnee und Sand? Das würde mich wirklich mal interessieren. Die andere Alternative, so wie ich das verstehe, wäre höchstens noch gewesen, diese Kübel oder wie jetzt da hinten zum Beispiel, dass die einen anderen Boden annehmen. Aber der Boden hat sich jetzt erst verändert, nachdem ich etwas dran gemacht habe. Und das war ja vorher auch schon möglich. Ja, deswegen gibt mir diese Neuerung ehrlich gesagt noch sehr viele Fragezeichen auf. Und eine weitere Erneuerung bzw. Verbesserung, die es gibt, findet sich auf der Karte. Und zwar so sieht die Karte ja normalerweise auf, wenn die geöffnet wird. Einmal konntet ihr mal reinzoomen und dann konntet ihr immer schauen, okay, das sind die Enden oder was weiß ich, das sind die Bäume. Das war vorher auch schon möglich, aber jetzt ist es möglich, noch ein drittes Mal zu zoomen. Und das habe ich ja eben auch schon benutzt, hier unten, um diesen Fleck, sage ich mal, anzeigen zu lassen. Und ja gut, ich brauche es nicht, weil es ist mir so viel, viel zu groß. Aber für die Leute, die vielleicht nicht so gut sehen können oder die das Ganze ein bisschen detaillierter irgendwie anschauen können, für die ist es sicher eine gute Sache. Und deswegen wollte ich euch diese Neuerung auch nicht vorenthalten. Übrigens noch eine andere Erneuerung, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Wenn ihr auf Betreten von anderen Farmen geht, dann ist jetzt hier rechts etwas Neues mit dabei. Und zwar wird hier erklärt, was diese Symbole hier links eigentlich bedeuten. Die sind, glaube ich, auch neu. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Vorher wurde auf jeden Fall ja schon das Level angezeigt und es wurde mal angezeigt, wie viele Leute sich aktuell auf der Farm befinden. Ich meine, dass diese Symbole hier noch dazugekommen sind. Die sind aber, wie gesagt, hier rechts jetzt erklärt. Und zwar zum Beispiel dieses Symbol hier, ausstehende Ernten. Das heißt, dass da noch geerntet werden kann und noch viel zu tun ist. Ich denke mal, das ist jetzt leider hier nicht erklärt worden. Ich vermute, dass diese grünen Balken, die man dahinter findet, mit der ausstehenden Ernte zusammenhängen. Das heißt, bei denen, wo jetzt weniger dran ist, dass da nicht mehr so viel geerntet werden kann und bei denen, wo das Ganze voll ist, dass da tatsächlich noch sehr viel geerntet werden kann für Leute, die jetzt frisch auf die Farm kommen. Und ja, alles andere könnt ihr ja hier rechts sehen. Welche Rechte dort angegeben worden sind, lohnt es sich auf die Farm zu gehen oder nicht? Oder habt ihr diese Farm schon als Favorit reingemacht? Welche Stufe hat das Ganze? In welcher Jahreszeit ist das Ganze? Das wird übrigens noch wichtig werden, weil wir ja ab nächsten Monat, müsste das normalerweise anlaufen, das Halloween-Event, denke ich, bald haben. Es hieß ja, im Herbst werden die ersten Events starten. Und ich vermute ganz, ganz stark, dass das Ganze mit Halloween startet. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf und drücken allen Spielern die Daumen, dass wir alle mit Halloween starten und das Ganze da miterleben dürfen. Eine letzte Sache habe ich noch, wobei das ein bisschen verwirrend geschrieben ist. Und zwar steht drin, dass das Rezepteauswahlfenster für Hausaufträge, also das wäre dann das hier, anzeigen soll, wie viele von den Gegenständen vorbereitet werden. Also sprich aktuell in der Vorbereitungsschleife, sage ich jetzt mal, drin sind. Bei mir weiß ich, dass das der Karottenkuchen ist, dass ich da 3 Stück von habe. Wie man jetzt hier sehen kann, hier links wird der Karottenkuchen auch einmal vorbereitet und im anderen Haus wird er auch nochmal 2-mal vorbereitet. Deswegen vermute ich, dass das jetzt ein Anzeigefehler ist, weil hier steht nämlich im Besitz 3 Stück. Ich habe aber natürlich wesentlich mehr davon gemacht und ich habe den ja auch nicht im Besitz, sondern ich habe nur dieses Törtchensymbol dann im Besitz.
Also das heißt, wenn ihr unten im Besitz liest, heißt das nichts anderes, als dass das gerade irgendwo in einem anderen Haus oder in diesem Haus noch hergestellt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Auftrag habt, wo ihr beispielsweise 2 Karottenkuchen herstellen müsst, dann könnt ihr unten sehen, ah ja, 3 Stück bin ich eh schon am Herstellen, dann kann ich jetzt hier irgendwas anderes machen. Ja, und das war's auch schon mit den Neuerungen für heute. Wie gesagt, bei der einen Sache weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist mit dem Boden und bei diesen, ja, ich sag mal Markierungen, diese Leuchtröhre oder wie sie heißen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wofür man das Ganze gut verwenden kann. Meine einzige Idee wäre halt zum Malen, in Anführungszeichen, irgendwelche Hintergrundbilder auf der Farm. Andererseits, das konnte man vorher ja auch wunderbar mit anderen Sachen machen. Und da ist es dann ja so, dass das nicht so auffällt unter Umständen. Und jetzt hätte man dann überall diese Leuchtröhren-Dinger hingestellt und irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das der wirkliche Sinn und Zweck von dieser Sache ist. Aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!